Ganz liebes und herzliches Hallo hier auf meinem YouTube-Kanal Altes Wissen für eine neue Zeit. Heute ist der 14. Dezember und wir haben noch genau eine Woche bis zur Wintersonnenwende, bis zu diesem magischen Zeitpunkt im Jahreskreis, der wirklich ein mächtiger Wendepunkt ist, ein energetisches Ereignis. Also die Wintersonnenwende, die macht ganz vieles mit uns, weil sie ist eben tatsächlich ein Moment der Veränderung, ein Moment der Neugeburt, ein Moment, wo sich das Blatt wendet und das Jahresrad neu zu drehen beginnt. Wir wissen alle, die Wintersonnenwende ist die längste Nacht des Jahres, in der das Licht neu geboren wird. Früher wurde mehr diese gebärende Dunkelheit verehrt und damit die Kraft der Weiblichkeit, die eben gebiert und neues Leben überhaupt hervorbringen kann. Jetzt ist es so, dass mehr das geborene Lichtkind verehrt wird, mehr der männliche Part und man sich einfach freut, dass das Licht neu geboren wird. Unsere Aufgabe in Zukunft wird sein, das Männliche und das Weibliche zusammenbringen und die Dunkelheit gleichermaßen zu ehren wie das Licht. Dass die Dunkelheit übrigens als so böse angesehen wird, das hat sehr vieles damit zu tun, dass die Weiblichkeit an sich durch die gesamte Christianisierung, durch die ganze Patriarchalisierung, sagt man das so, keine Ahnung, sehr, sehr dämonisiert wurde. Also da geht es auch ganz vieles bei dieser nicht mehr Verehrung der Dunkelheit oder bei diesem Wegschieben der Dunkelheit um das, dass man auch das Weibliche an sich gerne wegschieben möchte oder nicht so bedeutend wahrnimmt wie eben den männlichen Part. Das wollte ich jetzt eigentlich überhaupt nicht erzählen. Immer wieder schleicht sie das ein. Alle meine Leser wissen, dass ich seit 10 Jahren immer wieder schreibe, die Dunkelheit ist nicht böse, die Dunkelheit ist nicht die schlimme Kraft, die Dunkelheit ist der Ursprung von allem Leben. Die Dunkelheit ist heilig, sie ist die Geborgenheit, sie ist das Nährende, sie ist das Gebärende, sie ist das Urweibliche letztendlich. Wenn man immer wieder die Dunkelheit als böse bezeichnet, bezeichnet man im weitesten Sinne auch immer das Urweibliche als böse. Aber wie gesagt, davon wollte ich überhaupt nicht sprechen. Das hat sich jetzt eingewebt und wollte vielleicht auch einfach noch Gehör finden. Vielleicht möchtet ihr ein bisschen achtsam sein und verwendet den Begriff dunkle Mächte oder böse Dunkelheit nicht mehr für das, was wir immer als böse bezeichnen oder schlecht bezeichnen, weil damit bezeichnen wir auch immer die heilige Weiblichkeit bis heute als dämonisch oder als böse. Nichtsdestotrotz, wir befinden uns in den dunkelsten Nächten des Jahres und die kommenden 7 Tage und Nächte führen uns eben immer mehr in diese Dunkelheit hinein. Sie bereiten uns auf den Wendepunkt vor. Auf energetischer Ebene ist die Wintersonnenwende wirklich ein Wendepunkt. Das heißt, wir gehen Schritt für Schritt auf sie zu. In der Mitte oder beim Wendepunkt selber geht es dann darum, dieses Licht neu zu gebären, diese Wende zu zelebrieren und ins Neue hineinzutreten. Und die Tage danach sind dann eben die Tage, wo wir wirklich schon in das Neue hineingehen. Die kennen wir dann als Rauhnächte, da wird seit Jahren vieles geschrieben, gesagt, erzählt. Die Wintersonnenwende ist mittlerweile auch sehr gut bekannt. Ich glaube, ihr müsst jetzt auch irgendwo auf meinem Kanal ein älteres Video dazu finden. Was uns weniger bewusst ist, sind diese Tage davor, diese Tage vor der Wintersonnenwende, wo es sehr, sehr, sehr wichtig wäre, noch einmal die alten Themen zu betrachten, zu fühlen und loszulassen. Also jetzt in den Tagen vor der Wintersonnenwende wäre es unsere Aufgabe, das Alte zu bereinigen. Uns bewusst zu werden, was wir denn überhaupt nicht mehr mitnehmen wollen in die neue Zeit hinein. In den letzten Jahren haben sich da Begriffe zu diesen Tagen dazu gefunden, dass sie werden jetzt als Sperrnächte oder Dunkelnächte bezeichnet, die 12 Nächte vor der Wintersonnenwende und dann gleich ein bisschen ein modernes Brauchtum dazu, wo die erste Sperrnacht, wo man da in Jänner zusperren, in der zweiten Sperrnacht im Februar. Ich persönlich kenne diese Begriffe erst seit wenigen Jahren, habe sie selbst dann vor
3 oder 4 Jahren das erste Mal gelesen. Ich glaube nicht, dass sie wirklich alt sind. Aber es ist schön, wenn wieder darüber geschrieben wird. Für mich ist aber schon sehr wichtig, so bewusst als möglich diese Tage vor der Wende zu erleben, weil es ist unglaublich wichtig, jetzt loszulassen, zu bereinigen und uns bewusst zu werden, was wir nicht mehr weiter mitnehmen möchten. Und wenn wir das nicht bewusst machen, dann geschieht es unbewusst, weil das Feld, das große kollektive Feld, bewegt sich ja auch auf die Wintersonnenwende zu. Und es fordert uns jetzt regelrecht auf mit den Energien, die überall da sind, dass wir hinschauen, hinfühlen, abschließen, heilen, loslassen, vergeben. Und für viele von uns ist es derzeit sehr, sehr stark spürbar. Es ist fast so spürbar wie eine ganz extreme Dichte, eine Enge, eine Verdichtung, die auch sich sehr anstrengend anfühlt. Wo man plötzlich nur mal hinschauen müssen oder hinfühlen müssen zu etwas, was wir so gerne wieder wegschieben würden. Aber es lässt uns jetzt gar nicht mehr aus. Es wird jetzt so dicht, dass wir eben bis zur Basis unserer Urthemen letztendlich hineingedrängt werden. Und da möchte ich euch eigentlich aussprechen, dass ihr sehr, sehr viel Mitgefühl für jeden habt, der in diesem Prozess drinnen steckt, weil der ist nicht so lustig, der ist nicht so schön. Da müssen wir oft eben wo hinschauen, wo wir gar nicht hinschauen möchten oder wohin fühlen, wo es wirklich sehr, sehr, sehr weh tut. Aber wir durchwandern jetzt eine ganz wichtige Schicht. Wir wandern durch dieses dicke, zähe, durch diese dicke, zähe energetische Masse hindurch. Und es geht sehr, sehr viel um Befreiung und um Erlösung von ganz alten, tiefschwingenden Feldern hier auf Erden. Jeder Einzelne, der das in sich erlöst, der seine eigenen Themen in sich erlöst, erlöst etwas von dieser dicken, schweren Masse. Und manche von uns haben auch noch die Aufgabe, die dicke, schwere Masse selbst zu erlösen. Denn sie ist zum Teil auch gebildet von, wie sage ich es denn? Also es gibt schon Kräfte und Mächte, die uns da so ein bisschen drücken möchten. Die uns jetzt nicht so in diese Neugeburt hinein entlassen möchten. Und da trifft sie einfach so dieses eigene, eher tiefschwingende Feld mit diesem kollektiven, tiefschwingenden Feld. Und die meisten haben die Aufgabe, persönliche Themen zu erlösen und manche haben dann auch noch die Aufgabe, diese dichten, manipulierenden, schweren, beschwerenden Energiefelder fürs Kollektiv zu lösen. Ich habe mir gedacht, das möchte ich unbedingt heute nur sagen, damit ihr auch versteht, was in diesen Tagen gerade so alles passiert, weil für viele fühlt sie sich wirklich sehr schwer an. Sehr schmerzhaft an, sehr, ja, jetzt so mit dem Gefühl, jetzt heute ist es gar nicht mehr aus. Aber die Wintersonnenwende ist nahe und sie wird, sie ist ein energetischer Dreh- und Wendepunkt und es wird das Blatt sich wenden und es wird danach lichter werden und leichter werden. Und immer noch spüre ich es so, dass die Rauhnächte uns gut beschenken werden heuer, dass die Rauhnächte etwas stiller werden, energetisch stiller, aber auch in uns stiller. Aber genau kann ich auch nichts voraussagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht auf der Erde. Doch, ich weiß schon, es kann nur gut ausgehen, selbst wenn es jetzt fürchterlich schlimm ausschaut. Aber am Ende wird es gut ausgehen. Jetzt sind aber die nächsten 7 Tage wichtig. Räuchert's, badet's gut, trinkt's viel, nehmt euch die Zeit zu fühlen. Und wenn man mal weint, dann weint man halt. Wenn man mal wütet, dann wütet man halt. Das mag jetzt alles wirklich leben, weil wir erlösen nicht nur unsere eigenen Themen, wir erlösen die Ahnenthemen, wir erlösen die Themen, die auf der Erde noch festhängen, die letzten 2 Weltkriege, die Hexenverbrennungen, Schuld und Sühne, was durch die katholische Kirche eingeführt wurde, Ängste aller Art. Also es ist, also ich mag es gar nicht lang bezeichnen, was wir gerade alles erlösen, aber es sind wirklich ganz, ganz starke, mächtige Felder, die auf der Erde gewirkt haben und die sehr viel Zerstörung gebracht haben. Und wir gehen jetzt irgendwie durch diese dunkle Schicht, die so zäh und grauslich und schwer ist, hindurch.
es ist fast ein bisschen ein Kampf, dahin durchgehen. Aber wenn wir durchtreten, dann wird es da oben frei sein. Und das ist in diesen Tagen unsere Aufgabe. Und ich drücke uns allen ganz fest die Daumen, dass wir es so gut als möglich schaffen. Alles Liebe zur Wintersonnenwende, werde ich ein extra Video drehen. Pfiat euch!